So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen theoretisch. Wir stehen hier vor Megas, beziehungsweise da ist eigentlich die Shell-Tankstelle. Sehr schöner Himmel. Da hinten ist der Megas. Und ich traue mich da nicht hin, deswegen schicke ich Pupsi gleich rein. Ich habe in den Prämien gesehen, da gibt es jetzt diese limitierte, komische Special Edition von dieser lustigen Cola. Ich weiß nicht, ob man das sieht hier. Coca-Cola Zero Creations Y3000 0,25 Liter. Kostet 200 Punkte. Ich weiß sowieso nie, was ich mit meinen Punkten machen soll. Ich habe 2307 Punkte. Weil ich habe noch nie was eingelöst, außer es gab mal einen Anglerhut oder es gab mal eine Sonnenbrille oder irgendwas. Da habe ich das eingelöst, aber ich habe das noch nie für Essen eingelöst, deswegen staut sich das an. Die Cola möchten wir jetzt mal testen. Pupsi hat die letztens schon gesehen im Handel, im Kaufland oder Rewe irgendwo hat sie die entdeckt, hat die mitgenommen. Seitdem steht die wochenlang im Kühlschrank gekühlt. Wenn es die jetzt hier in der App gibt und das ja so ein richtiger Burner ist, dass McDonald's die bewirbt, möchte ich für 200 Punkte jetzt mal diese Cola holen und euch fragen, habt ihr die auch schon mal getestet? Schmeckt bestimmt nicht, aber das finde ich gleich raus. Ich bin genau hinter dir. So, das ist sie jetzt. Guckt euch das mal an. Das ist die Limited Edition 3000. 3000 Limited Edition Coca-Cola Zero Sugar 0 Zero Creations Future Inspired Flavor Co-Created with AI. Da muss ich gerade an Rainer Winkler denken. Rainer mit AI. Das war so ein toller Kanal, als er die Digimon Titelmelodie gesungen hat. Das habe ich Jonas immer vorgespielt, damit er einschläft. So. Die wollen wir jetzt gleich testen, aber erstmal muss ich mich irgendwo hinstellen. So, die Dose sieht ja an sich ganz chillig aus, ne? Hat hier so blaue Farbe, dann geht es hier in so lila, pinkes rein. Unten wird es dann einfach nur noch metallisch, so schön, wie heißt das, silber, metallisch, irgendwas. Metallfarben halt. Dann habe ich heute gar keine Mütze auf, dafür habe ich sowas wie Haare da oben versteckt. Die machen wir jetzt mal auf und probieren die. Das eine Cola Zero ist halt eine Cola Zero. Was soll an der 3000er Creation? Ich habe immer nur gedacht, das ist halt, dass das die Dose kurze Zeit anders aussieht. Aber angeblich ist ja auch der Geschmack ein bisschen anders. Da steht nur kalorienfreies, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Pflanzenextrakten, Süßungsmitteln. Kohlensäure, Aspartam ist am Start, das ist das Beste. Ich weiß nicht mal, was Aspartam ist, aber immer wenn irgendwo man was testet, fragen die Leute, ist da Aspartam drin? Klärt mich mal auf, was Aspartam ist. Ich könnte es googeln, aber ich frage immer euch. Und jetzt nehmen wir mal einen kleinen Schluck. Also es könnte auf jeden Fall kühler sein. Bei Megas nehme ich ja eigentlich immer gern die Coca-Cola Zero in den Bechern, schön mit Eiswürfeln gekühlt. Die geht sogar, ist vielleicht besser als die normale. Das hat irgendwie so einen komischen, erstmal ist es total schaumig, es ist warm und es hat so einen komisch süßlichen, keksartigen, gebäckartigen Geschmack. Keine Ahnung, was das jetzt wieder sein soll. Vielleicht wird irgendwo der Flavor verraten, denn diese Creations haben alle irgendeinen Flavor, der nicht draufsteht, den du selber wahrscheinlich. Das ist wie What the Thunder, nur halt mit Ach du Cola. Mein Gott, ich finde es auf jeden Fall. Nee, mir schmeckt die ganz normale Cola Zero besser. Das ist mir irgendwie wie. Das ist winterlich vielleicht. Ein bisschen geht so in eine Spekulatius-Richtung, aber Spekulatius ist eigentlich lecker, aber das hat irgendwie so ein komisches Gebäckartiges, was ich nicht zuordnen kann. Wir werden den Rest jetzt noch austrinken. Badlands Chucks Manier. Enough Talk. Vielleicht ist da ein bisschen Zimt mit drin, das kann sein, denn im Nachhinein, wenn du das runterschluckst, das brennt so im Hals irgendwie.
als wäre da Chili-Extrakt drin und was brennt, wenn man was in Getränke macht, wahrscheinlich Zimt. Vielleicht ist das mit Zimt-Flavor, schreibt es mal rein, wenn ihr das kennt. Das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.